Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem Eniteo TV-Spezial zum US-Aktienmarkt. Und los geht die Sendung mit den Top-Themen. Kongresswahlen. Was bedeuten die Wahlen für die Börse? Arbeitsmarkt. Könnte sich die Lage nochmal verschlechtern? Aktienmarkt. Bekommt der S&P 500 neuen Aufschwung? Genau über diese Themen möchte ich nun mit Michael Pohn sprechen. Er ist Stratege für internationale Aktienmärkte bei der DZ Bank. Und damit hallo nach Frankfurt. Guten Tag, Herr Huome. Ja, ich habe es angesprochen, die US-Kongresswahlen, die sind gelaufen und Präsident Obama und seine Regierung, die haben einen Denkzettel von den Wählern erhalten, könnte man sagen. Was bedeutet das denn jetzt für die Börse? Wir haben in den letzten Wochen eine ganze Reihe von positiven Entwicklungen am amerikanischen Aktienmarkt gehabt. Dazu zählen wir auch den Ausgang der amerikanischen Kongresswahlen, bei dem ja bekanntlicherweise die Republikaner stark zugelegt haben. Wir verfallen aber nicht dem Mythos, dass die Republikanische Partei in den Vereinigten Staaten immer nur gut wäre für die Börse, denn wir wissen ja, dass die Demokraten, was zum Beispiel den Protektionismus angeht oder die Industriepolitik, eigentlich sehr viel empfänglicher sind. Aber diesmal ist es doch gut, einfach aus dem Grunde, weil die starken Regulierungsbemühungen der amerikanischen Regierung wohl jetzt etwas zurückgefahren werden müssen und dass die amerikanische Regierung sich auch jetzt darum stärker kümmern muss, um die wichtigen Themen, nämlich um die Belebung des amerikanischen Arbeitsmarktes. Gelingt das nicht, wird eine zweite Amtszeit Obamas nicht stattfinden. Dann kommen wir mal zum US-Arbeitsmarkt und werfen dort einen Blick drauf. Könnte sich die Lage hier vielleicht noch mal verschlechtern, falls es jetzt tatsächlich zu einer Double-Dip-Rezession kommen sollte? Wir erwarten keine Double-Dip-Rezession. Dafür geben die harten Daten das auch nicht her. Aber wir sehen schon, dass sich die Arbeitslosigkeit auf einem sehr, sehr hohen Niveau in letzter Zeit gehalten hat. Es wurden zwar Stellen bereits wieder aufgebaut, selbst im privaten Sektor, aber halt nicht genug und vor allem nicht schnell genug. Weil wir aber denken, dass es nicht zu einer Double Dip kommen wird, gehen wir davon aus, dass sich die Lage am Arbeitsmarkt im Jahr 2011 allmählich entspannen wird. Und der Arbeitsmarkt ist damit die Schlüsselgröße, nicht nur für die Politik, sondern auch für die Konjunktur und natürlich auch für den Aktienmarkt. Ja, konkrete Fakten gibt es aktuell ja von Unternehmensseite. Die Gewinne der amerikanischen Konzerne sind zuletzt ja eigentlich wieder kräftig angestiegen. Wie bewerten Sie denn aktuell die Lage? Die amerikanischen Unternehmen haben in den letzten Quartalen sagenhafte Gewinne erzielt, zumindest Gewinnanstiege gegenüber dem Vorjahr. Das Dumme ist halt nur, dass diese Anstiege vorwiegend auf Sondereinflüsse zurückgehen, dass Basiseffekte eine Rolle spielen, weil gegenüber einem noch immer schwachen Vorjahr gemessen wird. Und vor allem, dass diese Gewinnanstiege erzielt worden sind, weil vor allem die Kosten massiv gesenkt worden sind. Was wir wirklich brauchen, ist, dass die Lage sich an den Absatzmärkten der amerikanischen Unternehmen verbessert und dass die Umsätze steigen, sodass die Margen dann von dort her kommen und eine bessere Gewinnqualität bringen. Und für 2011 sind wir eigentlich sehr zuversichtlich, dass das gelingen wird. Jetzt haben Sie ja auch die Prognosen für den S&P 500 angehoben. Wie schätzen Sie hier denn die Situation ein? Stehen wir vor einem neuen Aufschwung? Vor einem neuen Aufschwung, vor einem neuen Kursaufschwung an der amerikanischen Börse kann auch keine Rede sein. Aber wir haben auch aufgrund der moderaten Bewertung die Prognosen angehoben. Wir denken, dass die Bewertungsrelationen, wie sie im Augenblick sind, sehr, sehr niedrig sind, was auch in einer Krisenzeit durchaus nicht ungewöhnlich ist. Aber wir glauben auch, dass es nicht ungewöhnlich ist, dass die sich dann relativ rasch ausweiten werden, wenn es wieder zurück zur Normalität geht. Im Übrigen ist es so, dass die amerikanische Börse, was unsere auch selbst nach unserer Prognoseanhebung im Anstiegspotenzial noch dem zurücksteht, was andere internationale Aktienmärkte hergeben. Dann sage ich vielen Dank, Michael Pohn, für diese Informationen. Und zum Schluss der Sendung noch einmal der Blick auf die Top-Themen. Kongresswahlen. Börse dürfte unter dem Strich profitieren. Arbeitsmarkt. Mögliches Double-Dip-Szenario belastet nicht. Und Aktienmarkt. USA bleiben hinter deutscher Entwicklung zurück. Soweit also diese Eniteo TV-Ausgabe zum US-Aktienmarkt. In genau 7 Tagen sehen wir uns dann hoffentlich an dieser Stelle wieder. Also bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.